Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert von der St. Galler Kantonalbank, Leica Geosystems, Bühler und Bauwerk Parkett. Von 52 Studierendenteams aus der Fachhochschule St. Gallen sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2018 in Marktforschung und Managementkonzeption. Krönung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Während rund 6 Monate haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen. Das Praxisprojektteam von Ferdinand Gross beschäftigt sich mit der automatisierten Logistik in Spitälern. Im Auftrag von der Swisslog Shanghai untersuchen sie die entsprechenden Prozesse und Produkte. Für ein besseres Verständnis der Materie machen sie den Anfang am Kantonsspital St. Gallen, bevor es dann auf China geht. Unser Auftrag war, um in chinesisches Spital hineingehen, den Prozess im Detail analysieren. Auch schauen, wie man hier mit Swisslog-Produkten diesen Prozess optimieren kann in Bezug auf Patientensicherheit. Überdies haben wir auch das Produktportfolio von Swisslog analysiert, haben dort geschaut, ob es vielleicht neue Lösungen gibt, die nötig wären, die helfen könnten, um den Markt zu bearbeiten. Und wir haben uns auch damit befasst, wie man diese Produkte dann erfolgreich auch im chinesischen Markt an den Mann bringen kann. Swisslog Shanghai ist eine Tochterfirma des deutschen Robotikkonzerns KUKA. Spezialisiert auf Lösungen im Gesundheitswesen und auf automatisierte Logistiksysteme beschäftigen das Unternehmen weltweit 2700 Mitarbeitende. Der Fokus von Swisslog ist Medikamentmanagement und dort fokussieren wir auf Effizienz und auf Patientensicherheit. Und die Studenten haben den ganzen Prozess analysiert, wo Risiken im Prozess sind und das in Verbindung bringen mit unseren Produkten und wie wir unsere Produkte verbessern können. Im Team von Ferdinand Gross arbeiten 3 Studierende von der Shanghai University mit 3 Studierenden von der FH St. Gallen zusammen. Von März bis August investieren sie rund 1'000 Arbeitsstunden in diesen Auftrag. Die grösste Herausforderung für uns war, um in der chinesischen Kultur erfolgreich nach den Risiken im Spital zu fragen. Es ist so, dass wir in China eine sehr indirekte Kultur haben, wo man Fehler nicht offen ansprechen kann. Als wir das realisiert haben, haben wir dann eine eigene Methodik entwickelt, um die Spitäler auf eine neutrale Art untersuchen und trotzdem patientensicherheitsrelevante Risiken finden. Es war ein sehr gutes Erlebnis für mich. Ich hatte eine sehr starke Projektleitung bei den Studierenden. Und es ist natürlich komplex. Es ist China, es ist Schweiz, es sind unterschiedliche Kulturen. Und Ferdinand ist es hervorragend gelungen, das unter einen Hut zu bringen. Und dann war es nicht nur Projektleitung, sind auch die verschiedenen Mitglieder im Projekt sind da. Es war ein sehr positives Zusammenarbeiten. Es gibt ja so eine Anwärmphase, die sie hatten. Sie haben das sehr gut gemacht, zusammen mit ihren chinesischen Buddies, haben die, ich sage jetzt mal, die interkulturellen Hürden sehr gut genommen, haben gleichzeitig aber auch eine sehr gute Tiefe bekommen in der Expertise des Projekts. Und sie haben auch in kritischen Situationen, auch was das Team anbelangt, immer Größe gehabt, um darüber zu reden und auch wieder einen Weg aus der Krise sozusagen zu finden. Das Praxisprojekt von der FHS St. Gallen liefert dem Kunden in einem klaren Managementkonzept Methoden und Empfehlungen für die Zukunft. Ich bin sehr happy mit dem Resultat, wenn man es effektiv kann umsetzen kann, die Lösungsansätze, die sie gebracht haben. Und weil es nicht nur ist, was wir selber schon wissen, weil es sind junge Leute mit Ideen, die wirklich neue Aspekte gebracht haben, die wir angehen können und auch umsetzen können. Happy ist auch das Team. Nach der Nomination zum WTT Young Leader Award ist das Ziel klar. Unser Team sollte den Young Leader Award gewinnen, weil wir in der Lage sind, um uns an die fordernden chinesischen Marktbedingungen anzupassen, wo es eine sehr indirekte Kommunikation gibt. Mit unserer Methodik ist das kein Problem mehr. Außerdem haben wir Videos entwickelt, die dazu beitragen könnten, um im chinesischen Markt besser Fuß zu fassen, weil die Lösungen von unserer Firma besser verstanden werden. Spannung steigt. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2018? Die grosse Preisverleihung nächsten Montag in der Tonhalle am Dienstag auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Solenthaler Recycling, Abraxas Informatik, Leader Unternehmer Magazin und Scandula, Light Audio Media.